An diese Bilder haben wir uns in den letzten Wochen gewöhnen müssen. Mittelitalien kommt nicht zur Ruhe. Seit dem Erdbeben von Amatrice, bei dem Ende August fast 300 Menschen starben, gab es immer wieder neue Erschütterungen, die die Dörfer der Region schwer getroffen haben. Doch ganz Italien ist Erdbebenland. Im Mai 1976 trifft ein schweres Beben die Region Friaul in Norditalien. Fast 1000 Menschen verlieren ihr Leben, Zehntausende werden obdachlos. Ein tragisches Ereignis, doch klein gegenüber dem Erdbeben, das 1908 die Region Messina auf Sizilien erschüttert. Mit über 100.000 Toten ist es die nach der Opferzahl schwerste Naturkatastrophe Europas im 20. Jahrhundert. Unser Planet ist dynamisch. Über 90% der Erdbeben entstehen, wenn sich Erdplatten gegeneinander verschieben und sich Gesteinsschichten verhaken. Spannungen entstehen, immer mehr Energie baut sich auf, die dann, wenn das Gestein bricht, schlagartig freigesetzt wird. Wo gibt es Erdbebengebiete in Baden-Württemberg? Die Haupterdbebengebiete in Baden-Württemberg liegen am Oberrheingraben, seinen Randgebieten, und auf der Schwäbischen Alb bei Albstadt. Natürlich bebt es auch in anderen Bereichen von Baden-Württemberg, aber etwas weniger wahrscheinlich. Der Grund für die Erdbeben ist wie überall tektonische Spannungen im Untergrund. Am Oberrheingraben geologisch gut verständlich, ein Grabenbruch, der durchzogen ist von Brüchen. Auf der Schwäbischen Alb seit 100 Jahren eine Scherzone, die Albstadt-Scherzone, die seismisch sehr aktiv ist. Wie aktiv, zeigt sich am 3. September 1978. Um 6 Uhr morgens trifft ein Beben der Stärke 5,7 die Region um Albstadt. Es gibt einige Verletzte, doch zum Glück keine Todesopfer. Hunderte Häuser werden beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 100 Millionen Euro. Kein Vergleich zu dem, was in Italien passiert ist. Aber es war, geologisch gesehen, auch nur ein mittelstarkes Beben. Können Erdbeben wie in Italien auch in Baden-Württemberg passieren? Ein Erdbeben der Stärke 6,6 auf der Richterskala wie vor wenigen Tagen in Italien ist prinzipiell auch in Baden-Württemberg möglich. Allerdings, und das wissen wir aus historischer Forschung, sehr viel seltener und damit auch deutlich weniger wahrscheinlich als in Italien. Aber es kann passieren. Im Oktober 1356 trifft ein schweres Beben der Stärke 6,9 die Region Basel und legt die Stadt in Trümmer. Historische Quellen sprechen von etwa 100 Toten. Die Stärke und das Ausmaß der Schäden sind vergleichbar mit den jüngsten Beben in Mittelitalien. Heute wären die Folgen einer solchen Katastrophe in der dicht besiedelten Region weitaus größer. Schweizer Erdbebenforscher schätzen, dass bis zu einem Viertel aller Gebäude beschädigt oder zerstört würden und es mehrere tausend Todesopfer geben könnte. Kann man Erdbeben in der Region vorhersagen? Eine Erdbebenvorhersage im Sinne einer präzisen Bestimmung eines zukünftigen Erdbebens ist bisher noch nicht möglich. Es bleibt also eine erdbebensichere Bauweise. Das ist die beste Vorsorge. Dazu gibt es keine Alternative. Das ist aber in Baden-Württemberg seit Beginn der 70er Jahre durch eine verpflichtende Erdbebenbauvorschrift realisiert. Doch Bauvorschriften sind eine Sache, ob sie auch eingehalten werden, eine ganz andere. Im italienischen Erdbebengebiet sind jedenfalls nicht nur alte Gebäude eingestürzt, sondern auch neue, die solchen Erschütterungen eigentlich standhalten sollten. Italien wird nicht zur Ruhe kommen.